Sehr verehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zur Veranstaltung Thomas Mann und Davos. Aus aktuellem Anlass ist heute das Germanische Nationalmuseum Nürnberg zu Gast im Thomas Mann Archiv. Bis zum 3. Oktober 2021 ist in Nürnberg nämlich die Ausstellung Europa auf Kur zu sehen. Das Thomas Mann Archiv der ETH Zürich ist Kooperationspartner dieser Ausstellung und beteiligt sich daran mit außergewöhnlich wertvollen Leihgaben, darunter 4 Tagebücher und 4 Notizbücher Thomas Manns, eine Zigarettendose aus seinem Besitz und 2 Bände aus seiner Privatbibliothek. Die Ausstellung wurde zunächst virtuell eröffnet. Wir haben nun die Gelegenheit, gleich anschließend eine persönliche Führung durch die Kuratoren der Ausstellung zu erhalten, mit besonderem Schwerpunkt auf Thomas Mann. Als Schauplatz des Romans Der Zauberberg ist Davos nicht nur in die Literatur eingegangen, sondern es wurde eine Verbindung geschaffen, die bis heute einen festen kulturellen Wert darstellt. Hier wurde ein realer Ort in der Schweiz zum seismografischen Zentrum von Gesellschafts- und Weltgeschehen. Es ist mir eine große Freude, nun den Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums, Professor Daniel Hess, und die Leiterin des Deutschen Kunstarchivs, Dr. Susanna Brogi, hier im Rahmen der ETH-Führungen zu begrüßen. Lieber Herr Hess und liebe Frau Brogi, ich übergebe Ihnen die Bühne. Vielen herzlichen Dank, Frau Wedenig. Wir sind sehr gerne Gast an der ETH Zürich. Für mich ist das eine persönliche Rückkehr. Guten Abend. In Schweiz und an Zürichsee. Ich habe lange in Zürich studiert und für mich ist das ein willkommener Empfang auch in der eigenen Heimat. Wir versuchen Ihnen heute Abend mit Frau Brogi zusammen einen literarisch-kulturhistorischen Rundgang durch Davos zu geben, um Ihnen nicht nur die Ausstellung, sondern auch den Zauberberg und seinen Kontext nahezubringen. Sie kennen zwar alle Details, aber Sie kennen die Atmosphäre vielleicht noch nicht und viele Geschichten, die sich im Rahmen der Vorbereitung der Ausstellung entsponnen haben. Warum Davos, warum Thomas Mann und warum Ernst Ludwig Kirchner im Germanischen Nationalmuseum? Das Germanische Nationalmuseum wird nächstes Jahr 170 Jahre alt und hat zum Ziel, die gesamte Geschichte und Kulturgeschichte des deutschen Sprachraums, das Haus ist gegründet worden, bevor es die Nationen gab, die gesamten deutschen Sprachraum abzubilden, und zwar die Alltags- wie die Hochkultur. Die Davos-Ausstellung ist ein ideales Beispiel, um zu zeigen, wofür wir stehen. Für den deutschen Sprachraum, auch außerhalb Deutschlands. Davos liegt bekanntlich in der Schweiz. Es ist ein Stück europäische Kultur, die dort zwischen 1870 und 1940, das ist der Zeitraum, den wir behandeln, entstanden ist. Und wir zeigen das in einer kulturgeschichtlichen Perspektive. Das heißt, wir separieren nicht die Literatur von der Hochkunst, vom Sport, von der Politik, sondern versuchen, die Dinge zusammenzubringen und die Zusammenhänge zu zeigen, um ein Gesamtbild von Davos zu bekommen. Davos oder Europa von 1870 bis 1940 und Europa 2021 haben viele Parallelen, Krisen und Hoffnungen, Ängste und Sehnsüchte in einer komplexer werdenden Zeit. Viele Errungenschaften und viele Entwicklungen der Moderne lassen sich in Davos wie in einem Brennglas bündeln und werden dadurch verständlich, anschaulich und darstellbar. Deshalb haben wir Davos gewählt, deshalb haben wir Thomas Mann und Ernst Ludwig Kirchner gewählt, um im Germanischen Nationalmuseum am Beispiel dieser kleinen Davoser Welt das große europäische Verständnis, europäische Kulturgeschichte darzustellen, was auch immer das sein kann. Was in jüngster Zeit noch dazu gekommen ist durch die Corona-Pandemie, ist noch der Brückenschlag von der Kultur, von der Krise, von der medizinischen Krise in die Kultur. Das, was uns heute so bitter Not tut. Auch hierfür mag Davos ein Beispiel sein. Ich fange an und begrüße Sie in unserer Ausstellung auf einem kleinen virtuellen Rundgang, wenn er denn funktioniert. Es ist live. Live ist live. Denn in diesen Ort musste man erstmal hochkommen. Zunächst kam Alexander Spengler, notabene ein Revolutionär
der 1848er Revolution im Badischen. Er musste fliehen und wurde in den 1850er Jahren Landschaftsarzt in Davos und wurde Zeuge einer spektakulären Heilung von zwei Lungenkranken, die über den Winter in Davos verbracht haben und dort gesund geworden sind oder nicht weiter krank wurden. Spengler hat seine Erkenntnisse sofort in eine Schrift gegossen, die in ganz Europa dann verbreitet wurde, nämlich 1869 seine Initialschrift Die Landschaft Davos, Kurort gegen Lungenschwindsucht. Und die europäische Dimension macht dann 10 Jahre später Elizabeth McMorland deutlich, die nämlich dieses Buch ins Englische übersetzt und damit Davos zu einer europäischen Destination macht. Wir sehen hier in dem Anfang unserer Ausstellung die unglaublich dynamische Entwicklung. Innerhalb von 20 Jahren wird aus dem bescheidenen Bergbauernhochtal eine urbane Stadt mit allen Ansprüchen, Elektrizität, Kanalisation und so weiter und so fort. Die Anreise wurde einfacher. Sie sehen hier das Plakat der Landquarte RHB, der Rätischen Bahn, die Davos an das europäische Schienennetz anschloss, eine Initiative des genialen Bankiers Wilhelm Jan Holzbohr, der zweiten Pionier- und Gründergestalt von Davos. Ab 1890 konnte ganz Europa zur Kur nach Davos reisen. Und die Anreise ist eine spektakuläre Angelegenheit. Und ich erinnere mich selber mit lustvollem Schrecken an die atemberaubenden Fahrten, die mein Großvater mit seinem VW durchs Prättigau über die damals noch haarnadeligen Kurven nach Davos emporfuhr. Noch spektakulärer bot sich das freilich den frühen Reisenden an, und es ist nicht erstaunlich, dass Thomas Mann die Anfahrt, diese spektakuläre Bahnreise, erst im Laufe der Arbeit des Zauberbergs schließlich auch an den Anfang stellt. Und wir lesen da von emporgehoben werden in Regionen, wo er noch nie geatmet hatte und wo, wie er wusste, völlig ungewohnte, eigentümlich dünne und spärliche Lebensbedingungen herrschten. Er beschreibt es, als würde er in den Himalaya reisen. Wasser rauschten in der Tiefe zur Rechten, links strebten dunkle Fichten zwischen Felsblöcken gegen einen steingrauen Himmel empor. Er berichtet von weitläufigen Abgründen, von Schneeresten in ihren Schründen und Spalten, von phantasmagorisch sich türmenden Gipfelwelten des Hochgebirges. Wenn man nach Davos fährt, ist es spektakulär, aber Thomas Mann legt hier gewaltig drauf und macht das zu einem auch literarischen Ereignis, diese Bahnfahrt. Was ein ganz wichtiger Wirkung der Ausstellung sein soll, ist, dass diese Zusammenhänge, die jetzt in der Literatur bei Thomas Mann und anderen Literaten eine Form gefunden haben, eben auch im Bild wirksam wurden. Und Sie sehen hier dieses bekannte Gemälde des Wiesner Viadukts. Das war nicht die Prättigau-Linie für die Kenner, sondern die Albula-Linie, die nach Davos führte. Und das, was Thomas Mann so eindrücklich in seinem Buch beschreibt, macht Kirchner hier in seinem Bild deutlich, wo wir mit dem Künstler in die schwindelnden Abgründe des Landwassers hinabblicken. Was die Ausstellung auch zeigt, sind die Zusammenhänge der Hoch- und Alltagskultur. Sie sehen hier dann ein Plakat aus den 1930er Jahren von Otto Morach, wo Davos schon zum Kraftraum geworden ist, ein Ort, in dem ganz Europa gesunden kann. Und im Ankunftskapitel ist es uns ein großes Anliegen, zu zeigen, mit welchen Mitteln man die Leute hierher gelockt hat. Da spielten natürlich die Plakate eine ganz zentrale Rolle, aber auch die Postkarten, die von hier aus in die ganze Welt geschickt wurden. Und vor Ort wurden die Reisenden bzw. die Kurgäste intensiv informiert durch eine viersprachige, wöchentlich erscheinende Zeitung, Russisch, Englisch, Französisch und Deutsch, in denen man ein Who is Who erleben konnte, dass man wusste, wer dann da und dort abgestiegen ist, aber auch wo man Wolldecken, Tabak, Alkoholiker und was man zum Kuraufenthalt alles so braucht, besorgen kann. Wie gesagt, der Anlass, nach Davos zu reisen, war keine Feriengeschichte, sondern es war die Krankheit, die Tuberkulose, die Pandemie des späten 19. Jahrhunderts. Man war damals mindestens so wehrlos, stand man dieser großen Volkskrankheit gegenüber. In den 1880er Jahren hat man zwar die Ursachen entdeckt, aber konnte dann eigentlich bis 1943, 44 überhaupt nichts gegen die Tuberkulose unternehmen. Das muss man sich heute mal klar machen, wo wir über Zeiträume von halben Jahren in der Entwicklung von neuen Medikamenten reden.
Es wird deutlich, wie jung die moderne Medizin und die Möglichkeit ist, hier tatsächlich wirksam eingreifen zu können. Alexander Spengler hatte mit seiner Lufttherapie, vor allen Dingen auch die Winterkur, eigentlich nur dafür sorgen können, diese Tuberkulose, die befallenen Lungen zu beruhigen, mit Maßnahmen, die im Zauberberg sehr drastisch beschrieben werden. Das ist zum einen der Pneumothorax. Hier sehen Sie ein solches Gerät aus einem Davoser Sanatorium, aus der Medizinhistorischen Sammlung in Davos. Da wurde die Lunge der eine Lungenflügel zum Einfahren gebracht, dass sich die Lunge erholen konnte. Das Röntgenkabinett, jeder, der den Zauberberg gelesen hat, hat sofort diese unglaublichen Schilderungen vor Augen oder in den Ohren. Joachim nimmt auf einer Art von Schustersessel vor einem Brett Platz. Ich muss gucken, dass mir das Bild nicht wegläuft, wenn ich das vorlese. Gegen das er die Brust presste, wobei er es außerdem mit den Armen umschlang. Als dann Joachim sein Bild gemacht hat, tritt Hans Castorp selber an und kriegt dann von Behrens sofort den Befehl, umarmen, sagte er. Das Brett umarmen, da vorne, dieses Brett. Stellen Sie sich meinetwegen was anderes darunter vor und gut an die Brust andrücken, als ob Glücksempfindungen damit verbunden wären. Recht so, einatmen, stillgehalten, kommandierte er, bitte recht freundlich. Hans Castorp wartete blinzelnd, die Lunge voller Luft. Hinter ihm brach das Gewitter los, knisterte, knatterte, knallte und beruhigte sich. Das Objektiv hatte in sein Inneres geblickt. Das war der Höhepunkt einer neuen Möglichkeit, die Lungentuberkulose zu behandeln. 1893 hat Konrad Röntgen die Röntgenstrahlen gefunden, nicht erfunden. Und bereits 12 Jahre später waren in Davos 21 Röntgeneinrichtungen verbreitet. Das muss man sich vorstellen, wie schnell diese medizinische Innovation vor sich ging. Nun konnte man zwar ins Innere blicken, was eine Sensation war, denn die Medizin war da bis dahin an die Hautoberfläche bzw. an chirurgische Eingriffe beschränkt, aber man konnte weiterhin nicht viel tun. Erst 1943 mit der Erfindung des Antibiotikums Streptomycin wurde eine Therapie möglich. Wir drehen uns jetzt einmal um die Achse, um eines der berühmtesten Requisiten des Davoser Kuraufenthalts zu sehen, nämlich den Davoser Liegestuhl. Hier, wenn Peter Fluri dabei ist, das wunderbare Exemplar, das wir für unsere Dauerausstellung und unsere Sammlung erwerben konnten. Es stammt aus einem Davoser Sanatorium. Thomas Mann pries es als äußerst praktisches Möbel. Er geht sich in sehr detaillierten Beschreibungen. Wir lernen dann auch mit Hans Castorp, wie man sich richtig in den Fellsack einwickelt. Joachim Ziemsen hat das schon sehr gut professionalisiert und die Besten in Davos, die können das mit einer einzigen Hand, diese doppelte Decke um sich falten. Wir haben wunderbare Bilder, wo man die Patienten dann auch eingestäubt im Schnee draußen liegen sieht. Denn diese Art der Behandlung des Ruhiglegens, des Stilllegens, wurde seit etwa den 1890er Jahren von einem Dr. Turban in Davos durchgehend eingeführt mit preußischer militärische Tugendhaftigkeit. Am Morgen um 7 ging das los mit einer Stunde Balkon liegen, dann gab es ein kleines Frühstück, dann wieder liegen, dann Temperatur messen, wieder liegen, mal kurz in Davos bummeln gehen. Da gab es ein reichliches Angebot. Es gibt 1891 eine Erhebung, was die RHB, die Rätische Bahn, alles nach Davos transportiert. Das sind allein 2700 Tonnen an Tabak, an Alkohol und Tee. Ersteres ist natürlich für eine Lungenkur ganz besonders entscheidend und wichtig. Und auch Hans Castorp bringt ja seinen 200 Maria Mancini nach Davos. Und ich habe jetzt erst in der Vorbereitung von heute Abend gelernt, dass als die ausgeraucht waren, er in Davos eine Handlung findet, die eine neue Zigarre dann anbietet. Und Hans Castorp braucht dann die nächsten Jahre Rütli-Schuhe in Davos, also auch sehr helvetisch angehaucht. Hier hinten sehen Sie dann noch ganz versteckt das zweite Requisit. Da kann ich jetzt leider nicht richtig ran. Das ist der berühmte blaue Heinrich, dieses Spuckfläschchen, was auch deutlich macht, dass Hygieneprinzipien, eine strikte Einhaltung der Hygiene, das Nonplusultra damals war. Heute tragen wir Masken. Damals war die Spuckflasche entscheidend. Und wer in Davos 1908 noch auf die Straße spuckte, hatte 50 Franken Buße zu bezahlen. 1902 wurde notabene
eine zentrale chemische Reinigung und Dampfwäscherei in Betrieb genommen, um auch die Hotels und alle Etablissements mit hygienisch sauberen Bettwäsche und so weiter zu versorgen. Wir shiften da hinüber, weil die Balkonliegenden nehmen die Welt aus dieser horizontalen Perspektive ganz anders wahr. Sie blicken zwar in die Bauernwelt, aber sie können sie eigentlich selber nicht mehr so richtig erwandern und wenn nur auf kurzen Kurspaziergängen. Das Thema des Alpenparadieses und der Bauern-Alpenwelt ist ein ganz zentrales Thema, vor allen Dingen mit Blick auf Ernst Ludwig Kirchner, dem zweiten Helden neben Thomas Mann für unsere Ausstellung. 1917 kommt Kirchner nach Davos, zunächst ein kurzer Aufenthalt auf der Staffel Alp. Das ist eines der ersten Werke, was hier entsteht, wo er das neue Bergbild auch gleich in ein Heiligenbild, in ein Altarbild erhebt und damit auch seine Einstellung dieser neuen Welt gegenüber zeigt. Er ist kriegsgeschädigt, er hat alles getan, um nicht wieder eingezogen zu werden und er erlebt in Davos eine völlig neue, für ihn urtümliche, begeisternde Welt, von der er sich auch neuen Frieden in Europa erhofft. Seine Zeitgenossen sind in die Südsee gefahren und haben sich dort am urtümlichen Menschen, an einer Verbindung, einem neuen Leben in der Natur orientiert und neue Kraft geschöpft. Kirchner tut das in den Bergen und er lebt hier über 20 Jahre auf einem Aktionsradius von mehr oder weniger 5 Kilometern und krönt hier sein großartiges expressionistisches Werk, weil er hier den Ton gefunden hat, den er zeitlebens suchte, einen existenziellen Ton des Lebens. Ähnliche Dinge hat zum Beispiel Charles Ferdinand Ramu in der Dichtung zeitgleich gesucht. Die Moderne lebt von Kontrasten und auch diese Kontraste zeigen sich im Alpenparadies ganz deutlich. Wir haben hier einen zweiten Maler, Philipp Bauknecht, der etwas früher als Kirchner nach Davos kam und im Unterschied zu Kirchner tuberkuloskrank war. Er konnte nicht mehr zurück, er musste seinen Beruf wechseln und er zeigt diese Bauernwelt völlig anders. Es ist keine heile Welt, es ist keine Welt, in der neuer Frieden entstehen wird, es ist nicht eine Rousseau-hafte oder von Albrecht Haller idealisierte, ideale Welt, sondern es ist eine Welt von, eine grobe Welt. Die Bauern sind primitiv, gewalttätig, alkoholisiert. Es herrscht überall unterschwellige Bedrohung und Angst. Hier die Baumfäller scheinen den Stamm fast zu schlachten und weniger zu fällen. Im Tanz ist wenig von Begeisterung, sondern vielmehr so erotisch unterschwellige Töne. Ein völlig unterschiedlicher Blick auf die gleiche Landschaft. Und diese Konfrontation, diese Unterschiede sind ein ganz wesentliches Merkmal der Moderne, das sich eben auch in Davos sehr deutlich macht. Wir sind jetzt von der Bergbauernwelt über einen Transportschlitten, eine sogenannte Grutsche aus dem 18. Jahrhundert zum Transport von Milchkannen in die Sportwelt hinüber geschiftet und sehen hier den berühmten Davoser Schlitten, der von einem Stellmacher namens Pranger schon in den 1880er Jahren patentiert wurde und zum weltberühmten, bis heute weltberühmten Sport- und Freizeitgerät wurde. Auch die Entwicklung des Sports zum Massenvergnügen, zum Winterurlaub, ist eine Entwicklung, die eigentlich erst in der Zeit um 1900 und ganz wesentlich in Davos einsetzt. Und was Sie hier oben so schön schillern sehen, ist keine Bohleschale, sondern es ist der Pokal für das Ladies Toboggan Race, gestiftet von Arthur Conan Doyle, den wir als Sportler wiedersehen, aber natürlich auch als Verfasser von Sherlock Holmes. Wir kommen auf ihn zurück. Der Sport wird in allen Dimensionen entfaltet. Schlitteln hier der Bob Preußen beim Sturz auf der Schatzalp-Eisbahn 1913. Sie sehen auch, dass ein Frankfurter Bühnenmaler hat uns die Davoser Bergwelt auf die Wände gezaubert, dass auch wir ein bisschen Zauberberg-Feeling hier haben. Wir sehen hier die ersten von den ersten Skiern. Die Skandinavier hatten alle diese Sportgeräte nach Davos gebracht und die Davoser hatten daraus dann sofort eine Industrie entwickelt. Wir blicken dann ganz kurz, nein, das tun wir jetzt nicht, wir gehen dann in den Salon Europa über, denn die Kriegsdämmerung kommt ganz zum Schluss. Das ist das letzte Kapitel. Und im Salon Europa ist natürlich das zentrale Thema, was die Ausstellung ausmacht, nämlich diese vielen Celebrities und Berühmtheiten, die Davos bevölkern. Wir sehen hier hinten Willem Jan Holzboer, diesen
genialen Bankier, der ganz früh mit Spengler das erste Kurhaus eröffnet, die Rätische Bahninitiative ergreift, auch für Sportbahnen und Erschließungen zuständig ist. Er bringt auch das Eislaufen als Holländer nach Davos und Davos etabliert sich bald als größte und internationale Eisschnelllaufbahn. Hier drüben sehen Sie die Arzttasche von Alexander Spengler, sein Stock mit den Initialen. Also auch hier ein Stück authentische Dingwelt, die uns diese großen Figuren nahebringen. Hier hinten Ernst Ludwig Kirchner, hier die Sportasse Sonja Henny und Oskar Mathiesen, die bis heute erfolgreichsten Eisschnellläufer aller Zeiten. Die Namen haben wir vergessen, wir bringen sie wieder in Erinnerung. Und im Zentrum ein Grammophon. Und dieses Grammophon hat es auf sich oder in sich, denn wir konnten durch die Datierung dieses Grammophons und durch die Provenienz können wir ziemlich sicher davon ausgehen, dass dieses Grammophon der einst Ernst Ludwig Kirchner gehört hat. Und das Grammophon ist nicht nur das Gerät, das Kirchner einsetzt und seine Bauern danach tanzen lässt in wilden, ekstatischen Tänzen, sondern es ist ein zentrales Objekt, was sich auch durch die Literaturgeschichte zieht. Morgenstern, der 19.1 auf 2 im Turbanschen Sanatorium liegt, beklagt sich über die tägliche Wiederholung im Sturmlauf gespielte Melodien, die man nicht mehr loswerde. Das erinnert so ein bisschen an Kaufhausbesuche, diese Dauerberauschung. René Crevel, den wir auch nochmal begegnen, bezeichnet Davos als Grammophonwerk. Auf den bienenwarmen Balkonen verharren die Kranken im Bazillensyndikat und dürfen nach einer Stunde Liegekur dann wenigstens eine halbe Stunde Grammophon hören. Bei Thomas Mann, das brauche ich den eingefleischten Kennern nicht zu erzählen, spielt das Grammophon im Schluss in einem eigenen Kapitel eine zentrale Rolle. Thomas Mann hat es erst 1920 in Bayern kennengelernt und Hans Castorp wird ja dann der große Meister in Platten auflegen und nimmt damit auch in der Verbindung von Leben und Tod letztlich das vorweg, was das Ende des Zauberbergs markiert, nämlich den Marsch in den Krieg mit der Melodie von Hans Taubers Lindenbaum. Die Schallplatte liegt bei uns auf, aber kann leider nicht mehr gespielt werden. Auch Andreas Latzko, der das erste Antikriegsbuch Europas geschrieben hat, in Davos notabene 1917, nicht Remarque, im Westen nichts Neues, Andreas Latzko 1917. Er benutzt das Grammophon, um den Wahnsinn des Krieges zu zeigen, weil alle Offiziere und Soldaten anstelle von Köpfen Schallplatten haben, die sich nonstop drehen und immer die Nationalhymnen spielen, an dadaistische Collagen erinnern. Und das ist uns ganz wichtig in der Ausstellung, dass diese Dinge, diese Objekte nicht einfach austauschbare Beleg für irgendetwas sind, sondern es sind die Dinge, die die Menschen, die wir behandeln, mit ihnen gelebt haben. Die Arzttasche von Spengler, das Grammophon von Kirchner. Und da gebe ich schon fast an Frau Brocci weiter, natürlich auch andere Dinge, die wir hier versammeln. Aber bevor ich übergebe, möchte ich auch hier hinten, das kann man jetzt ganz schlecht sehen, das kommt, glaube ich, jetzt dann in der PowerPoint, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es spielen auch literarische Figuren eine Rolle, denn unser Salon Europa, unsere kulturgeschichtliche Überlieferung lebt nicht nur von realen Menschen, sondern auch von literarischen Figuren. Ich lebe seit 7 Jahren, seit ich dieses Projekt betreue, mit Hans Castorp zusammen. Klavdia Chauchat begleitet mich ebenso wie natürlich hier Sherlock Holmes, die große literarische Figur. Arthur Conan Doyle kommt nach Davos in den 1890er Jahren, begleitet seine Frau, die krank ist. Er hat aber keine Zeit mehr und keine Lust mehr, weitere Kriminalromane zu schreiben. Sherlock Holmes muss sterben im Reichenbach-Fall bei Meiringen. Und diese literarische Figur ist natürlich auch damit mit Davos verbunden, das Ende eines großen Kriminalisten ist in Davos anzusiedeln. Und was es mit diesem kleinen Schächtelchen daneben auf sich hat, das wird jetzt gleich Frau Brocci uns erzählen. Ja, ich hoffe, Sie haben alle den Zoom in Erinnerung auf die Lackdose und hier sehen Sie die Lackdose vor sich und wo wir uns den
Dingen von Thomas Mann nähern, ist es auch die Gelegenheit, ganz herzlich zu danken für die vorhin auch schon in der Einführung erwähnte wunderbare Unterstützung durch das Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich, dieser Ausstellung, durch diese wunderbaren, einzigartigen Leihgaben. Und mit Sherlock Holmes und mit Clavdia Chauchat, der Besitzerin dieser Lackdose, haben wir, wie Sie gemerkt haben, unwillkürlich sind wir durch den Spiegel hindurchgetreten, auf die andere Seite in den Bereich der Fiktion. Und wir werden im weiteren Verlauf immer wieder die Seiten wechseln und uns bewegen zwischen Realität, zwischen Fiktion, wenn wir uns den Voraussetzungen des Romans und seinem Erfinder zuwenden, immer wieder aber auch den Roman selbst zu Wort kommen lassen. Seit Clavdia Chauchat die literarische Bühne betreten hat, ist es um sie nie still geworden. Madame Chauchat ist mit dem literarischen Davos so innig verbunden wie nur wenige literarische Figuren. Anwesend oder abwesend, abreisend oder zurückkehrend, ist ihr die Aufmerksamkeit der Erzählinstanz stets sicher. Clavdia Chauchat ist nicht nur das Ziel der Begierde von Hans Castorp, sondern auch die Besitzerin jenes Lackdöschens mit dem Motiv einer die russische Landschaft durchziehenden Troika, das Sie hier links im Bild sehen. Was hat es damit auf sich? Wer von Ihnen schon das Vergnügen hatte, Thomas Manns Schreibumgebung im Thomas-Mann-Archiv der ETH Zürich zu besichtigen, mag dieses Erinnerungsstück kennen. Während der Genuss der Zigarren von Beginn an erzählerisch zelebriert wird und Teil des sexualisierten Diskurses zwischen Hans Castorp und Hofrat Behrens ist, kommt jene kleine Lackdose, in der Clavdia Chauchat ihre Zigaretten aufbewahrt, erst spät ins Spiel. Die Lackdose mit dem Dreiergespann wird nicht zufällig exakt dann erwähnt, als ihre Besitzerin in Begleitung Minna Peperkorns ins Sanatorium zurückkehrt. Hans Castorp rauchte. Auch Frau Chauchat sprach den Mundstückzigaretten zu, die sie in einer russischen, mit einer dahinsausenden Troika geschmückten Lackdose zu ihrer Bequemlichkeit vor sich auf den Tisch gelegt hatte. Und Peperkorn tadelte es nicht, dass seine Nachbarin sich diesem Vergnügen überließen, rauchte aber selbst nicht, tat es niemals. In Dingen, also dem Röntgenbild, dem Bleistift, der Zigarette, der Zigarre, dem Fieberthermometer, ist im Zauberberg stets eine tiefere Bedeutung unterlegt. Ihre leitmotivische Wiederkehr schafft eine regelrechte Binnen- und Tiefenstruktur. In den Händen ihrer Besitzer wirken die Dinge jedoch je nach Beleuchtung selbstverständlich und unspektakulär oder ganz im Gegenteil regelrecht fetischisiert. Diese Dinge scheinen ein Eigenleben zu besitzen, treiben die Handlung voran und setzen, wie immer wieder deutlich wird, die für den Roman so wichtigen Bereiche, Krankheit, Sexualität und aber auch das Schreiben, anspielungsreich zueinander in Beziehung. Das Motiv der dahinsausenden Troika ist ein Bild für den Sog hetero- und homosexueller Begehrlichkeiten der involvierten Figuren, während die Lackdose von ihrer ambivalenten Besitzerin im Roman rückverweist auf die Münchner Schreibumgebung und ihren Besitzer Thomas Mann. Nach 12 Jahren der Beschäftigung mit dem Zauberberg ließ Thomas Mann das Manuskript den von ihm erklommenen Berg auf dem Schreibtisch in der Poschinger Straße 1 in München fotografieren. Sie werden jetzt auch versuchen, die Lackdose zu entdecken. Ich konnte sie bei bestem Willen nicht finden, aber wir wissen, irgendwo dort hat sie gestanden. Dieses Porträt des Zauberberg-Manuskripts, das wir in der Ausstellung zeigen dürfen, erhält infolge des Exils von Thomas Mann eine besondere Symbolkraft. Es ging im nationalsozialistischen Deutschland unwiederbringlich verloren. Sämtliche Versuche Thomas Manns, das Manuskript aus Deutschland herauszuholen, scheiterten. Daher weist die Fotografie in der Ausstellung auf eine Leerstelle. Was würden Generationen von Leserinnen und Lesern und das Thomas-Mann-Archiv nicht alles dafür geben, das Original und die zahlreichen verwendeten Quellen studieren, edieren, verwahren und ausstellen zu dürfen? Was lässt sich dann anstelle dessen ausstellen,
wenn ein solcher Verlust vorliegt und man eigentlich doch das ganze Manuskript zeigen möchte oder zumindest ganz wichtige Schlüsselstellen davon. Aus der Entstehungszeit des Romans, das ist angeklungen, dem Zeitraum zwischen 1912 und 1924, sind 4 Notiz- und 4 Tagebücher, wenige Bilder und Postkarten sowie zahlreiche Briefe überliefert. Sie geben uns Einblicke in den Prozess der Textgenese. Wir schätzen uns glücklich, die in New York 1927 erschienene Erstausgabe der Übersetzung The Magic Mountain zeigen zu können. Im Hintergrund, wenn Sie einmal durch die Vitrine sehen, dann können Sie das Foto des Manuskripts, das Sie vorhin von nahem gesehen haben, etwas erahnen und eine bessere Vorstellung auch von dessen Größe gewinnen. Die Ausgabe des Thomas-Mann-Archiv gehört zu den Bänden, die 1933 von der Gestapo in Thomas Manns Münchner Villa beschlagnahmt und dem Bestand der Bayerischen Staatsbibliothek zugeschlagen wurden. Erst 2007 wurden diese Bände restituiert und dem Enkel Frido Mann zurückgegeben, der sie wiederum im Jahr darauf dem Thomas-Mann-Archiv übergeben hat. Heute sind sie Teil der auch digital einsehbaren und erforschbaren Autorenbibliothek und bilden hier in der Ausstellung das Herzstück des Bereichs Zauberberge. Thomas Mann war wirklich in Davos zu Gast. Hier haben wir einen Beleg, eine Postkarte, die ihn stolz zeigt am 1. Februar 1921, fotografiert von Emil Mehrkämper und die er als Postkarte seiner Mutter geschickt hat. Zu sehen ist er zusammen mit der Ausdruckstänzerin Nidi Imperkofen. Nidi Imperkofen hatte er schon, wie wir vom Tagebuch wissen, bereits in München auf der Bühne gesehen und war damals sehr begeistert. Also es ist hier ein Wiedersehen. Sie sehen außerdem auf der Karte die Mutter von Nidi Imperkofen sowie Martin Platzer, Redakteur der Davoser Blätter. Thomas Mann hat auf dieser Postkarte an seine Mutter nicht viel Worte verwendet, eigentlich nur aufgezählt, mit wem er hier abgelichtet ist. Und wenn wir an sein Programm denken, was er absolviert hat in dieser kurzen Zeit in Davos, dann ist klar, dass nicht nur die Postkarte wenig Platz ließ, sondern auch sein zeitlicher Rahmen wenig Platz gelassen hat, um hier ausschweifig darzustellen. Wenn wir durch Thomas Mann hindurchleuchten könnten, wie die Röntgenapparate, dann würden wir womöglich ein kleines Notizbuch in seiner Manteltasche entdecken, und zwar dieses hier. Notizbücher besitzen ja allgemein eine große Faszinationskraft. Also es sind die Orte für tausend sprudelnde Ideen, und ein leeres Notizbuch ist unglaublich inspirierend, und das Notizbuch ist letztlich dann aber auch wieder der Ort, wo Gott sei Dank alles an Ideen, was sich darin versammelt, wieder zusammengebunden wird zwischen zwei Deckeln. Und viele verschiedene unterschiedliche Ideen sind bei Thomas Mann in die Notizbücher eingeflossen, Gedanken zu Figuren. Also das ist wunderbar, die Notizbücher in dieser Hinsicht zu lesen, also auch im Hinblick auf den Zauberberg, weil er Ideen zu den einzelnen Figuren darin notiert hat, aber auch genauso kurze Einfälle zum Phänomen Zeit. Und hier sind wir aber mit ihm wirklich unmittelbar in Davos angekommen. Also wir haben ein Abbaden, 10.52 Uhr, da hat er sich also offensichtlich seine Zugzeit notiert, an Zürich, 11.20 Uhr. Und dann tauchen wir ein, hinein in Weg von Philippi gegen Dorf. Und hier berichtet er ganz hautnah, was er vor Augen sieht in der Landschaft. Also es ist, wie die Überschrift andeutet, ein Realitätscheck vor Ort. Und wofür brauchte er dies? Er brauchte dies, um seinem mittlerweile schon weit fortgeschrittenen Text noch mehr Authentizität zu verleihen und noch mehr Eindruck davon oder ein zusätzlicher visueller Eindruck, den erhalten Sie hier. Wir haben uns im Medienguide, im begleitenden Medienguide, auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das, was Thomas Mann beschreibt, in diesen Notizen auch zu visualisieren. Und wir zeigen hier, was Thomas Mann beschrieben hat, mit Blicken, wie das heute dort aussieht. Das konnten wir nur tun, dank einer ganz großartigen Hilfe
in Davos, denn der Lockdown hatte verhindert, dass wir selber noch nach Davos reisen durften. Hier ein ganz herzlicher Dank. Die Person, die gemeint ist, weiß, wen ich meine. Weg von Philippi gegen Dorf, kleines Schierhorn, das ist ein bisschen weiter links noch, Dorfberg, Wegkreuzung, dann Höhe, da hinten ist der Friedhof von Dorf, der später auch in der Beschreibung nochmal auftritt. Der Blick in die andere Richtung, das ist das Seehorn, das auch bei Kirchen eine große Rolle spielt und immer wieder in den Bildern begegnet. Und unten, das war das berühmte Basler Sanatorium aus den 1890er Jahren, das jetzt durch einen spektakulären Hotelneubau ersetzt worden ist. Wenn Sie den Zauberberg lesen, dann kommen Sie über den Drusatscha-Wald nicht hinweg. Das Seehorn wird erwähnt und so weiter und so fort. Es ist manchmal ein bisschen deprimierend, wie wenig Thomas Mann sich Mühe gegeben hat, diese spärlichen Notizen im Roman auszuarbeiten. Es ist mehr oder weniger fast zitathaft, ist das verwendet. Die Aufnahmen sind übrigens entstanden vor der Pension Valbella, früher deutsches Kriegerkurhaus, früher Pension Philippi. Das Gebäude steht noch, ist nicht mehr in Betrieb. Es ist das, was Sie vorhin in der Ausstellung als großes Poster gesehen haben. Das ist nämlich die äußerliche Inspiration für den Berghof von Thomas Mann im Zauberberg, der eine reine Erfindung ist. Aber die Lage und die Ausgestaltung ist sehr stark an dieser Pension Valbella orientiert. Und hierher geht er zurück, um sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie ein Regisseur im Film, wie das wo aussieht. Ganz spannend ist dann besonders hier der Mattenwald, dieser dunkle Wald, der sich darunter zieht, weil der taucht nämlich in einer Schlüsselstelle im Roman wieder auf und da gibt sich Thomas Mann Mühe, das wirklich auszuformulieren. Das ist diese berühmte Stelle, wo Hans Castorp mal zum Skilaufen geht und im Whiteout die Orientierung verliert und dann warten muss, ist schon so Todeserfahrung und so weiter und so fort. Als er sich dann wieder orientieren kann und berappelt, fährt er runter und er muss da irgendwo da oben unterwegs gewesen sein. Es heißt dann nämlich, lange biegsame Sohlen, also seine Skier, trugen ihn in allerlei Richtungen, entlang der linken Lehne gegen Klavadell oder rechts hin an Frauenkirch und Claris vorbei. Also das sind weite Räume, die er da durchfährt, hinter denen der Schatten des Amselfluhmassivs im Nebel spuckte. Auch in das Dischmartal oder hinter dem Berghof hier, empor in Richtung auf das bewaldete Seehorn. Das ist dann das, was wir vorhin gesehen haben und den Drusatscha-Wald und so weiter und so fort. Das heißt, Sie haben hier tatsächlich ein Stück vor Ort studierte Landschaft, die dann als möglichst authentische Schilderungen in diesen Roman einfließen. Und dass er das alles benennen konnte und richtig wusste, ist Martin Platzer zu verdanken, der ihn bei diesem Gang begleitet hat. Aber bevor er dorthin gegangen ist, hat er einen Abstecher auf die Schatzalp unternommen. Am 2. Februar mit Platzer auf der Schatzalp, kalter Föhn, Aufstieg bis über 2000 Meter. Er beschreibt den schwarzen Himmel. Jeder Bergsteiger kennt das Phänomen. Beim Abstieg heftig hingefahren. Und es kommt dann der kurze Hinweis, dass er Dr. Jessen besucht. Das ist der Arzt, der 1912 Katja Mann umsorgt hat. Katja Mann war ja dann später nochmal in Davos. Und aus ihrer Quelle und vor allen Dingen aus der Schilderung der Schwiegermutter von Thomas Mann hat er ganz viel von dieser Sanatoriumsatmosphäre aufgesogen, die er dann literarisch verarbeitet. Hier begleiten wir Thomas Mann kurz zur Schatzalp. Irgendwo weiter oben ist er heftig hingefahren und wahrscheinlich musste Jessen gucken, ob er sich dabei nicht etwas Fürchterliches gebrochen hat. Auf jeden Fall war er dann in der Lage, seine Vorortrecherche vor der Pension Clavadella dann noch durchzuführen. Gott sei Dank. Ganz verdichtet werden wir dann im Tagebucheintrag vom 6. Februar 1921 über alles das, was in den zurückliegenden Tagen Thomas Mann begegnete, die Personen, die er getroffen hat und so weiter informiert. Also hier ist dann nochmal so eine Essenz dieses Besuchs und gleichzeitig auch schon notiert, bevor er den Tagebucheintrag vorgenommen hat, hat er offensichtlich seine Notizen aufgeschlagen und das Manuskript vorgenommen und er schreibt zufrieden und ja, angetan, gestern schon Zauberberg Verbesserung an der Hand der gemachten Notizen. Wirkliche Vorlagen haben für Thomas Mann beim Verfassen seiner Texte stets eine große Rolle gespielt. Das weiß niemand besser als unsere Gastgeberin. Und wie mit dem Manuskript, leider haben sich nur sehr wenige Vorlagen
und Bilder aus dem Umfeld des Romans im Nachlass erhalten. Sie sehen hier einmal diese Landschaft und dem Davoser See und dann ein Motiv des Bobrennens. Und damit streifen wir dann den Bereich des Sports, der für den Zauberberg auch ein wirklich nicht unbedeutender Bereich ist. Sicherlich spielt das Skifahren, also gerade ist ja auch daraus zitiert worden, an entsprechender Stelle eine ganz wichtige Rolle. Aber auch dem Bobfahren kommt ganz besondere Bedeutung zu. Der Bau der Bobbahn am Hang der Schatzalp wird immer wieder erwähnt und gleich nach seiner Ankunft wird Hans Castorp von seinem Vetter Joachim Ziemsen darüber belehrt, dass die Toten der Sanatorien, die höher gelegen sind, nachts per Bob ins Tal gebracht werden. Am allerhöchsten liegt das Sanatorium Schatzalp dort drüben. Man kann es nicht sehen. Die müssen im Winter ihre Leichen per Bobschlitten herunterbefördern, weil dann die Wege nicht befahrbar sind. Dieses Hans Castorp bis ins Innerste erschütternde makabre Gerücht entreißt ihm ein Gelächter, das aus der Unterwelt hervorzudrängen scheint und verleiht dem Sportgerät, das auf eine unheimliche Weise die Bereiche Leben und Tod verbindet, einen gefährlichen Akzent. Und gleichzeitig ist diese schnelle, rasante Fahrt durch die Landschaft auch wiederum etwas, was sich verbindet mit dem Bild der Troika-Fahrt auf der Zigarettenschachtel von Klavdia Schuschar. Mit Notizbüchern und Tagebüchern können wir in den Vitrinen zu Thomas Mann zeigen, wie akribisch Thomas Mann sich eingearbeitet hat in diese Welt der Medizin, in die Praktiken der Operationen und bis dahin, dass er in eine Münchner Klinik gegangen ist und einer Durchleuchtung beiwohnen konnte, wo er dann auch das Skelett der eigenen Hand, was ihn ganz schauerlich ergriffen hat, im Schirm sehen konnte. Und im Notizbuch beispielsweise heißt es Rippenresektion, wobei früher 50% auf dem Tisch des Hauses bleiben und die auch jetzt noch oft den Tod zur Folge haben. Ganz überflüssige Quälerei von Leuten, die man lieber ruhig sollte sterben lassen. Aber die Operationen kosten 500 bis 1000 Franken. Dass der Zauberberg Thomas Mann zu keiner Zeit in Ruhe gelassen hat und sogar am häuslichen Esstisch begleitet hat, das zeigt ein wunderbarer Tagebucheintrag. Und vom Hintergrund her muss man sich vorstellen, Eintrag vom 4. Dezember 1918, also der Erste Weltkrieg, liegt nicht lange zurück. Also es ist auch eine Zeit des Mangels, als er auf dieses Hühnchen in Aspik guckt. Es gab ein eingewecktes Huhn und mir fiel ein, dass das Geflügel durch die luftdichte Abgeschlossenheit auch der Zeit entrückt sei. Außer ihr de facto ein schnurriger Gedanke, den ich in den Zauberberg einfügte, ein Gespräch des Hans C. mit Joachim parodierend. Wenn man sich die Statistik allein der Esserei im Zauberberg klar macht, dann es gibt eine wunderbare Karikatur, die wir auch in der Ausstellung zeigen, wo ein ganz spindeldürrer Mann im Nichtraucherwagen ankommt und fettleibig mit dicker Zigarre im Raucherwagen wieder abfährt. Die Kur hat gewirkt, man ist frisch gestärkt. Aber Frau Brutsche, hier kommen mir natürlich sofort wie viel? 3 oder 27 Fischsoßen von Frau Stöhr in den Sinn. Wo kommen denn die her? Genau, also herrlich, dies auch ein wunderbarer Einfall, der Thomas Mann zwischendurch kommt und den er im Notizbuch also auch so als kleinen Einfall notiert und dann in den Roman überführt. Ja, und dieser schnurrige Gedanke hier, eben dieses Huhns in dieser luftdichten Atmosphäre, in diesem Aspik, das zieht natürlich ganz ins Herz der Romanpoetik. Also er ist aufs Allerengste mit dem Phänomen logischerweise Zeit verbunden. Und das für Literatur und Film so wichtige Thema lag historisch in der Luft. Also ein Stichwort wäre Albert Einstein, der in der Ausstellung auch immer wieder begegnet. Und das passt in ganz besonderer Weise zu der Welt der Sanatorium mit den in Davos entwickelten Liegekuren, diesen festen Zeiten und aber auch diesen immer wieder gleichen Tagesabläufen, die auch das Gefühl für die Zeit verschwinden lassen. Wir stellen in der Ausstellung, vorhin hat die Präsentation von Herrn Hess dies ja deutlich gemacht, den Zauberberg im Kapitel Zauberberge, man konnte ja in diesen Raum mit hineingucken, in den Kontext vorausgegangener und auch späterer nachfolgender Romane. Und hier
mit Beatrice Radens Ship That Pass in the Night von 1894 haben wir einen sehr frühen Text ausgewählt. Und den Texten zu Davos, die sich mit diesen existenziellen Fragen beschäftigen, ist häufig gemeinsam, dass sie der äußeren Reglosigkeit eben vor Ort in dieser Liegekur innere Bewegungen der Protagonistinnen und Protagonisten darstellen. Also die innere Läuterungsprozesse, Wege, die die Personen entweder in den Schoß des christlichen Glaubens oder auch zum Kommunismus führen. Also dieser Zurückgeworfensein auf die existenziellen Fragen, diese sind häufig begleitet eben von solchen Reifungsprozessen, wie wir sie in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts eben auch schon kennen. Und hier in dem Fall von Beatrice Radens Roman ist es haben wir es mit einer Autorin zu tun und auch gleichzeitig mit ihrer Hauptfigur, die der Frauenbewegung nahestand, eine Suffragette, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzte. Und ihre weibliche Hauptfigur findet zwar nicht das Glück in der Liebe, das die ganze Zeit am Horizont dämmert, aber sie findet in dieser Abkapselung und in dieser speziellen Enklave dann ihre eigentliche Bestimmung. Und so kann sie dann eben wieder zurück in das Leben, in das Berufsleben auch zurückgehen und eben dann, also wird sie zumindest kurz zur Schriftstellerin. Also das ist angedeutet und gleichzeitig ist es auch ein Roman, der wirklich von der englischen Erzählkunst ungeheuer profitiert. Also ein sehr humorvoller Roman bei aller politischen Diktion. Zu den drei Werken, es sind nur dabei die drei Frauen Zauberberge, die vor Thomas Mann erschienen sind, die zweite von Amy McLaren, der dritte kommt 1911 von einer deutschen Autorin. Amy McLaren ist es nicht so getan mit inneren Betrachtungen. Sie stürzt in das volle Davoser Leben, beschreibt sehr genau, was 1903 läuft, also was eine Tailing Party ist. Picknick auf dem Eis, Sie sehen hinter mir ein Foto der Eisbahn, die Leute haben keine Schlittschuhe an, sondern das ist ein Picknick, ein Event, was da stattfindet. Man lernt auf guten 250 Seiten alles, was in Davos läuft. Man erfährt auch von dem ersten Coupe de France, von einem Bobrennen, das von Wolfgang nach Klosters herunter veranstaltet wird. Und wir haben gelernt, und das war wirklich verrückt, dass der damals gewonnene Pokal, dass der im Wintersportmuseum in Davos steht und jetzt bei uns in der Ausstellung. Also Literatur hilft auch, Kulturgeschichte zu verstehen. Und insofern kann ich dem Rezensenten von 1903 nur recht geben, er hat nämlich gesagt, as a piece of literature, it contains too much fact and too little fiction. Wir sind froh. Wäre es mehr Fiktion gewesen, hätten wir viele historische Zusammenhänge nicht verstanden. Eine sehr lohnenswerte Lektüre. Übrigens das Buch, das wir noch erstehen konnten, ist aus der English Library Davos, notabene die größte englische Bibliothek auf dem Kontinent. In Davos gab es auch eine russische Bibliothek, was wiederum zeigt, welche europäische Kulminationspunkt dieser kleine Ort im 19. und frühen 20. Jahrhundert war. Viele der Autorinnen und Autoren, die Davos literarisch dargestellt haben, waren ihrerseits sehr schwer erkrankt und kannten Davos daher nochmal von einer ganz anderen Perspektive als Thomas Mann. Christian Morgenstern, weltbekannter Autor der Geigenlieder, kam erstmals 1901 nach Davos in das vorhin auch schon erwähnte Sanatorium von Dr. Karl Turban. In der Ausstellung haben wir das Glück, aus dem Archiv der Christengemeinschaft in Berlin und dem Christian Morgenstern Literaturmuseum Werder Havel wichtige Lebenszeugnisse dieses Zeitraums zeigen zu können. Hervorheben möchte ich beispielsweise einen Zwicker zum Lesen mit blau getönten Gläsern, der eben Christian Morgenstern bei der Arbeit beim Schreiben eben vor dem Sonnenlicht schützen sollte, während er in der Liegekur war. Der seinerseits ebenfalls sehr populäre Autor Klabund ist hier mit der zweiten Auflage seiner unter die Haut gehenden vogelwilden Novelle Die Krankheit repräsentiert.
Klabund ist außerdem durch ein Porträt von Philipp Bauknecht gegenwärtig, wie auch durch einen bisher unveröffentlichten Brief von Else Lasker-Schüler an ihn. In dem bittet Else Lasker-Schüler ihn, dass er sich um den Sohn Paul kümmern möge. Ihr Sohn Paul, der ihr ganzes Herzensanliegen war, war ebenfalls an Tuberkulose erkrankt und sie erhofft sich von dem ebenfalls aus Berlin dann ja gekommenen Klabund Unterstützung des Sohns, mentale Unterstützung. Und so versuchen wir in der Ausstellung an verschiedenen Stellen durch unterschiedliche Medien, durch künstlerische Darstellungen von außen und eben auch der Protagonisten selbst verschiedene Blicke auf die jeweiligen zu richten, die Davos literarisch oder künstlerisch behandelt haben. Mit Blick auf die Regie mache ich hier bei René Crevel etwas knapper. Er ist ein sehr spannender Literat aus dem Kreis der französischen Surrealisten. Klaus Mann, als er ihn kennengelernt hat, hat sich sofort in diesen tragischen Wilden, halb Erzengel, halb Boxer verliebt. Ein unglaublich mit viel Gas geschriebenes Buch. Böse gegen die Schweiz, gegen Davos, gegen das Bazillensyndikat, gegen den Grammophonberg. Er rechnet mit allem ab, was irgendwie etablierte Kultur und Literatur ist. Aber er kriegt auch einen Pneumothorax angelegt. Er wird nicht geheilt. Und beendet sein Leben dann mit Tuberkulose 1935 in Paris, indem er den Gashahn öffnet. Also diese Konfrontation mit dem Tod ist wirklich eine existenzielle Form der Literatur. Und die Krise hat dazu diesen Dingen geführt, die wir heute überhaupt haben. Im Bereich der Literatur wird der zeitliche Bogen, den die Ausstellung spannt, ebenfalls nachvollzogen. Also es ist auch gleichzeitig die wichtigste Zeit von Davos, ist auch für die Davos-Literatur die Zeit, in der Davos am stärksten repräsentiert ist. Und hier sind dann noch aus dieser späten Phase, die Ausstellung zeigt, der 1930er bis Anfang der 40er Jahre, zwei Bücher, eine Novelle, ein Roman, Hugo Martis Davoser Stundenbuch, das eindrückliche Zeugnis der Krankheit, in dem es der Titel legt, es schon nahe zahlreiche Bezüge eben auch zu Rainer Maria Rilke gibt. Es ist aber vor allem die Schweizer Landschaft, die aus der Perspektive der Krankheit wahrgenommen wird und vor die sich dann immer wieder auch die Erinnerungen und diese Erfahrungen der Krankheit schieben, was ungeheuer unter die Haut geht. Und gleichzeitig mit dem Jahr 1935 ist diesem Roman auch durch verdeckte Schreibweisen eine politische Botschaft unterlegt. Also es ist sehr interessant, weil es so auf der Oberfläche fast nicht wahrzunehmen ist und trotzdem sich gegen den Nationalsozialismus, gegen das braune Deutschland richtet, ohne das explizit zu tun, also ganz kunstvoll gemacht. Und kunstvoll gemacht ebenfalls von Konstantin Fedin, das Sanatorium Arctur, ein Roman, der ganz dezidiert immer wieder auf den Zauberberg eingeht, der Zauberberg, der auch nicht gelesen werden soll, den man den Patienten vorenthält und zeigt ebenfalls, wie, also er zollt diesem Roman, diesem Vorbild ganz großen Respekt und wagt trotzdem dann eine Gegenposition, nämlich einen Gegenentwurf, der mit dem Kommunismus, der im Zauberberg ja schon auch eine Rolle spielt und für die Entstehung eben einen ganz anderen Horizont öffnet. Man sagt, es gäbe ein Land in der Welt, wo Wunder an Menschen geschehen, die kein Geld haben. Und bei einem Sportwettkampf erkennt der Protagonist Levchin, dass er körperlich wieder imstande ist, in die Welt der Arbeit zurückzukehren. Also da ganz die marxistische Vorstellung und eben tätig zu werden. Also sie denken und hören da auch Ludovico Settembrini mit, der ja Castorp immer wieder aufgefordert hat, tätig zu werden und zurückzukehren in die Welt unten. Und das ist allerdings dann ja für Hans Castorp der Schritt nicht in die tätige Berufswelt, sondern eben in den Ersten Weltkrieg. Ja, ich beende dieses literarische Duett, dieses Davoser literarische Duett mit einem kleinen Ausblick in die letzte Episode, denn alles, was wir hier an großartiger europäischer Kulturgeschichte, an Malerei, an Literatur, an Sport verfolgen können, zusammenbringen können,
passiert vor dem Hintergrund grässlicher Kriege, 1870 Deutsch-Französischer Krieg, 1914 Erster Weltkrieg, dann eine endlose Folge von Kriegen in Europa und 1939 dann der Zweite Weltkrieg. Und all dies spiegelt sich in Davos wieder. Zum einen sehen Sie den Skispringer, der Bezug nimmt auf Konstantin Veedling, eine wunderbare Schilderung eines Skispringwettbewerbs in Davos, aber im Vordergrund viel wichtiger der Spengler Cup. 1922 gestiftet, nächstes Jahr 100-jähriges Jubiläum, als Friedensturnier nach dem Ersten Weltkrieg, um Deutschland wieder als Sportbeteiligung zu ermöglichen, in internationalen Turnieren mitspielen zu können. Im gleichen Jahr entsteht die berühmte Radierung von Ernst Ludwig Kirchner, Der Wanderer, ein Selbstbildnis des Künstlers, ein Motiv, das bis in die ganz frühen Davoser Jahre zurückgeht. Eines für mich der genialsten, der kleinsten, verdichtetsten Werke überhaupt. Ein Wanderer, der von dem Ersten Weltkrieg in eine unbekannte Zukunft geht. Wir erst wissen, dass es der Zweite Weltkrieg sein wird. Und dies ausgerechnet in Davos. Kirchner ist dem deutschen Krieg entflohen, trifft in Davos 1917-18 auf Kriegsgefangene, deutsche Soldaten. In der nächsten Folie sehen wir dann, der Versuch in Davos mit dem Spengler Cup, aber auch durch die Hochschulkurse, so etwas wie eine Friedensinitiative zu starten. Menschen wie Klabund waren dabei beteiligt, pazifistische Maßnahmen zu ergreifen, den Kaiser Wilhelm II. Zu gewinnen, diesen gnadenlosen, erbarmungslosen Krieg doch zu beenden. Es werden die Davoser Hochschulkurse ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die verfeindeten Nationen Frankreich und Deutschland wieder in einen Dialog zu bringen. Prominent eröffnet durch einen Vortrag von Nobelpreisträger Albert Einstein, links auch mit einem Eröffnungskonzert Einstein an der Violine. Es ist ein Who is Who der europäischen Kulturgeschichte, Sozialhistoriker, Geisteswissenschaftler, Ökonomen, Philosophen. Hier ist im Foto daneben sehen Sie Ernst Cassirer und Heidegger, die in Davos als Gipfeltreffen der Philosophie vermeintlich über die Frage, was ist der Mensch, diskutiert haben. Und ausgerechnet in Davos, wo diese Friedensbemühungen in den 20er Jahren sehr stark werden, ausgerechnet in Davos etabliert sich die erste und wichtigste Keimzelle des Nationalsozialismus in der Schweiz. In diesem kleinen Ort, der Kontrast könnte nicht heftiger sein. Der Mann rechts an einem Messgerät ist Wilhelm Gustloff. Er kommt aus Schwerin und arbeitet am Physikalisch-Meteorologischen Observatorium, notabene um 1900 gegründet von einem Herrn Karl Dorno. Die UV-Strahlung hieß früher Dorno-Strahlung, also das war nicht irgendetwas, sondern es war ein weltbedeutendes Forschungsinstitut, bis heute maßgeblich für atmosphärische Strahlungen zuständig. Und dieser Herr Gustloff entwickelt in Davos, wo natürlich eine sehr große deutsche Kolonie war, nach dem Ersten Weltkrieg auch zum Teil geblieben, die erste Nazi-Keimzelle. Davos wird zum Hitlerbad und Gustloff wird 1936 vom kroatischen Juden David Frankfurt ermordet. Im selben Jahr erscheint dieses Buch, Der Mord in Davos. Es war eine große, aufsehenerregende Tat. Gustloff wurde als erster Nazi-Märtyrer bestattet und das KDF-Schiff, das Sie vielleicht kennen, das mit Flüchtlingen aus dem Osten untergegangen ist, eine der größten Schiffskatastrophen der bisherigen Geschichte, trägt seinen Namen. Also ausgerechnet am Friedensort Davos entwickelt sich die neue Keimzelle der Nazis. Und deshalb war es für uns fast zwingend, mit dem Selbstmord von Kirchner ein Objekt zu zeigen, wo wir lange diskutiert haben, ob er das überhaupt ausstellen darf, nämlich die Waffe, der Browning, mit dem sich Kirchner im Juni 1938 das Leben genommen hat. Kirchner selber ist Opfer des Nationalsozialismus geworden. Er wurde aus der Akademie ausgeschlossen. Er gehörte zu den sogenannten entarteten Künstlern. Er war einer der prominentesten auf der Nazi-Liste. Und es ist eine Mischung, die man nicht mehr richtig rekonstruieren kann, aus Verzweiflung, aus Drogenkonsum, einem völlig aus der Bahn geratenen Leben. Natürlich auch anlässlich dieser entstehenden Nazi-Zelle in Davos. Es gab Hakenkreuzfahren und so weiter und so fort. Ausgerechnet an dem Ort, an dem Kirchner neuen Halt im Leben gesucht hat, ausgerechnet dieser Ort entwickelt sich ja zu einem neuen, ausweglosen
Ausgangspunkt für den nächsten Krieg, eine unendliche Folge von Kriegen. Und deshalb um diese Gnadenlosigkeit, um diese Unerbittlichkeit, um diese Zerstörungswut auch des Menschen deutlich zu machen, wollen wir das mit dieser Waffe deutlich machen, die niemanden kalt lässt und auch das deutlich machen soll. Kulturgeschichte ist nicht nur ein glanzvoller Kronleuchter, den wir zu tollen politischen Anlässen an die Decke ziehen. Nein, Kulturgeschichte ist auch ein Dorn im Stachel unserer Erinnerung. Die Kulturgeschichte wirft Schatten in die Gegenwart und mit diesen Schatten müssen wir uns auseinandersetzen. Das ist nicht das Ende der Ausstellung, aber es ist ein Kapitel, das in der Ausstellung ganz wichtig ist, eine existenzielle Auseinandersetzung mit Leben und Tod, mit einer Kulturgeschichte von 1870 bis 1940, die unglaublich breit ist. Sie merken auch, wir haben große Schwierigkeiten, in der Zeit zu bleiben und diese Facetten aufzufädeln und ihnen deutlich zu machen. Und wenn Sie, Frau Brocci, das letzte Bild noch hochfahren, wir hoffen, dass morgen die große politische Runde bald die Entscheidung trifft, dass die Museen auch in Deutschland wieder öffnen dürfen. In der Schweiz sind sie ja seit heute offen, wie ich gehört habe. Und wir hoffen, Sie alle hier in Davos, in Nürnberg, in unseren Zauberbergen in Nürnberg begrüßen zu dürfen. Und falls Sie das nicht schaffen, die Ausstellung wird von unserem Kooperationspartner, dem Kirchenmuseum Davos, ab November dann im Kirchenmuseum am Originalschauplatz zu sehen sein. Und wir hoffen, mit dieser Ausstellung einen kleinen Beitrag geleistet zu haben zu einem Dialog, zu einer europäischen Kultur und auch zur Bedeutung von Davos über die Kongress- und Sportzentrum hinweg. Denn alle Leihgeber der Ausstellung sind Davoser museale Einrichtungen. Das Kirchenmuseum, die Wintersportsammlung, die medizinhistorische Sammlung, die Dokumentationsbibliothek und das Heimatmuseum. Also diese Ausstellung ist auch als Initiative zu verstehen in Davos, für die Kultur eine nachhaltige, neue Bedeutung ins Leben zu wecken. Und ja, das ist unsere kleine Führung durch unsere Ausstellung mit dem Fokus vor allen Dingen auf die Literatur. Aber es gibt noch viel mehr und es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Vielen herzlichen Dank. Auch zusammen mit meiner Kollegin Frau Brocci, der Dialog zwischen der Kunst und der Kultur und der Literatur war so unglaublich fruchtbringend. Es war einfach toll und grandios. Ich danke Ihnen sehr herzlich, lieber Herr Hess und liebe Frau Brocci, für diesen wunderbaren virtuellen Rundgang durch Ihre aktuelle Ausstellung. Der Funke des Zaubers, den Sie einfangen, ist zumindest auf mich unmittelbar übergesprungen. Und ich freue mich persönlich schon sehr darauf, Ihre Ausstellung später auch real zu besuchen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre persönlichen Favoriten vorgestellt haben. Sehr verehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihr Interesse und für Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung und ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.